Vor 1,5 Jahren hat meine Fraktion hier ein Gesetz zum Gemeindeverkehr vorgelegt. Wir haben den Entwurf Verkehrswendegesetz genannt und darüber stimmen wir heute ab. Bis Ende 2019 gab der Bund jährlich nur 330 Millionen Euro für den ÖPNV aus, ein 33. des Geldes, das in Autobahnen und Bundesfernstraßen fließt. Das wird jetzt mehr. Bisher wurde mit diesen viel zu knappen Mitteln allerdings vor allem in Großprojekte in großen Städten investiert. Und das muss sich ändern. Unser Verkehrswendegesetz fordert deshalb, dass mehr Bus- und Bahnprojekte in mehr Kommunen gefördert werden. Projekte in kleineren Städten wie Cottbus oder Celle sind genauso förderungswürdig. Kleinere Straßen. Kleinere Straßenbahnprojekte, O-Bus-Systeme oder Seilbahnen brauchen Förderung, damit sie realisiert werden können. Und nicht nur Neubau, besonders die Grundsanierung bestehender Bahnsysteme lohnt sich. Das ist nachhaltig. Projekte dürfen grundsätzlich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen gefördert werden. Auswirkungen auf Umwelt, Klima oder Gesundheitsschutz müssen künftig mit einfließen. Das, werte Bundesregierung, ist ein Arbeitsauftrag an Sie. Verkehrswende in Städten bedeutet nicht nur mehr Bus und Bahn. Es bedeutet auch bessere Infrastruktur für Rad und Fuß. Das bedeutet auch eine intelligente Verknüpfung zwischen den Verkehrsarten. Gute Verkehrspolitik muss all das zusammendenken. Deshalb müssen wir anfangen, uns auch gute, auch teure Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur zu leisten. Brücken als Abkürzungen, Fahrradparkhäuser, insbesondere an Bahnhöfen. In den Niederlanden ist das längst Standard. Und diese Förderung braucht endlich eine gesetzliche Grundlage. All das schlägt unser Gesetzentwurf vor, und deswegen fand er auch in der Expertenanhörung im Ausschuss eine breite Zustimmung. Deswegen hat kurz vor Weihnachten die Bundesregierung selbst einen Gesetzentwurf vorgelegt, der einige unserer Forderungen übernimmt. Das ist eine Verbesserung, und deswegen werden wir zustimmen. Sie haben dabei etwa den Radverkehr, die O-Busse oder den Klimaschutz nur wässrig eingebracht oder gar abgelehnt. Daher verspreche ich Ihnen eines. Diese Punkte stehen allesamt in der nächsten Runde wieder auf der Tagesordnung. Meine Damen und Herren, ich möchte mit einer Aufforderung, meinetwegen auch einer Bitte schließen. Stimmen Sie zumindest dem Änderungsantrag zur Barrierefreiheit zu. Projekte, die nicht den Standards zur Barrierefreiheit entsprechen, dürfen einfach nicht mehr mit Bundesmitteln gefördert werden. Lassen Sie uns das gemeinsam im Gesetz klarstellen. Damit die Verkehrswende alle Mittel nimmt, Herr Barthold. Für alle. Vielen Dank, Herr Kollege Gelper.